Im Umfeld des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik mache ich jetzt 10 Aussagen. Ein paar Aussagen sind korrekt, der Rest ist falsch. Finden Sie heraus, welche Aussagen korrekt sind. Erstens, Wärme kann nicht vollständig in Arbeit umgewandelt werden. Zweitens, es gibt keine Zustandsänderung, deren einziges Ergebnis die Übertragung von Wärme von einem Körper niedriger auf einen Körper höherer Temperatur ist. Drittens, Entropie kann nicht vernichtet werden. Viertens, Entropie kann nicht erzeugt werden. Fünftens, bei reversiblen, also umkehrbaren Prozessführungen wird keine Entropie erzeugt. Sechstens, die Entropie eines Körpers kann unter keinen Umständen abnehmen. Siebtens, es ist unmöglich, eine periodisch arbeitende Maschine zu konstruieren, die weiter nichts bewirkt als Hebung einer Last und Abkühlung eines Wärmereservoirs. Achtens, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik verbietet die eigenständige Entstehung von Leben auf einem vormals unbewohnten Planeten. Neuntens, während des Saunabesuchs kann der menschliche Körper keine Entropie abgeben, weil die Luft wärmer als der Körper ist. Zehntens, der Gleichgewichtszustand der Atmosphäre ist isotherm, das heißt überall gleiche Temperatur. Es geht also hier nur um den Gleichgewichtszustand.